Hallo und Gesenk zum nächsten Let's Check. Ja, und ihr könnt euch eh schon denken, es geht wieder mal um Züge. Und wenn es von Taito ist, dann kann es eigentlich nichts anderes sein als wie Dengeriko. Und zwar diesmal fahren wir mit dem Shinkansen. So, hinterher springe ich mal. Ja, ist 2 Jahre vor dem Dengeriko Final rausgekommen. Also für alle, die das jetzt gerade nicht wissen, was es geht, von was ich rede. Also ich habe einen Let's Check zu Dengeriko Final gemacht. Der Nachfolger von diesem Spiel hier oder ein anderes Spiel aus dieser Serie. Geht es eben auch um Zugfahren. Allerdings ja, mit ein bisschen langsameren Zügen, sage ich mal. Mit so Lokalbahnen und Schnellzügen. Jetzt nicht gerade mit Shinkansen. Und ich werde das Spiel hier jetzt nicht ganz so genau erklären, wie ich es beim Dengeriko Final gemacht habe. Also alle, die das Spiel noch nicht kennen, würde ich sagen, bitte schaut vielleicht das Let's Check vom Dengeriko Final, da erkläre ich das Spiel ganz genau. Ja, und einiges an Shinkansen und Strecken zur Auswahl. Ich würde sagen, ich nehme mal den, der fährt halbwegs schnell. Kann ich euch mal die Höchstgeschwindigkeit zeigen, die ist nämlich bei gut 300. Ja, und es ist im Prinzip relativ ähnlich zum Final. Der Hauptunterschied ist die Lebenspunkte. Also hier gibt es nicht so wie beim Final zum Beispiel 100 Lebenspunkte, sondern hier hat man Passagiere, die sieht man da rechts oben, die grünen Figürchen, die da so vor sich hin summen, singen. Die haben alle gute Laune im Moment und wenn man sich jetzt zu wild aufführt, dann ja, haben die schlechte Laune, das gibt dann Punkteabzug. Und ein paar andere Faktoren fließen auch mit ein, ob man zu schnell fährt, ob man pünktlich ist, ob man die ganzen Aufgaben löst. Und am Schluss gibt es dann eine Bewertung, eine Gesamtbewertung aus verschiedenen Kriterien. Und wenn man da eine gewisse Punkteanzahl erreicht, dann kommt man in den nächsten Level. So, wie üblich aufs Abfahrtslichtchen warten und wenn das angeht, dann geht's los, können wir fahren. Ich gebe mal Vollgas, Beschleunigungsstufe 13. Rechts unten sehen wir noch 17 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Ich würde sagen, ich nehme mal flott eine andere Musik. Ein bisschen was Fetzigeres. Beziehungsweise ein bisschen was Basigeres. Ja, was gibt es noch zu sagen? Links, das kennt ihr ja schon, das ist die Vorschau. Immer zum gleichen bei Final. Oben, ja, Ankunftszeit, aktuelle Zeit. Und ich muss vor lauter rumschauen, jetzt einfach nur aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Geschwindigkeiten überschreite. Die Geschwindigkeitsanzeige links unten, da gibt es jetzt was Neues, nämlich den roten Balken, den ihr da jetzt seht. Der soll im Prinzip so ein bisschen visuell anzeigen, wenn man sich so langsam der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, in dem Fall 120, nähert, dass man da ja nicht drüber schießt. So, da ETC 170 kommt die nächste Geschwindigkeitsbeschränkung, da wollen wir ein bisschen schneller fahren. Das werde ich auch gleich wahrnehmen, weil die erste Aufgabe, die kommen wird, ist eine Geschwindigkeitsaufgabe, sprich zu einer bestimmten Zeit, ja genau, falsch rum, an einem bestimmten Punkt, so mit einer bestimmten Geschwindigkeit durchfahren. So. Und ja, ich muss sagen, optisch macht das Spiel eigentlich nicht was her für das, dass es fast 10 Jahre alt ist. Und ich finde, es gibt echt ein tolles Geschwindigkeitsgefühl ab, wenn man da dann mit 200, ja, wie soll ich sagen, mit 300 eigentlich schon am Weg ist, kommt nicht schlecht. So, also, gleich kommt die erste Aufgabe. Mit einer bestimmten Geschwindigkeit fahren. Ich hoffe, ich schaffe das. Bin lange nicht mehr Shinkansen gefahren. Sicher schon, ja, ein Jahr her jetzt. So, da ist jetzt 300. Da kommt der erste Geschwindigkeits-Checkpoint. Mal schauen, ob ich den halbwegs erwische. Na, sehr gut, passt. Jetzt nicht zu viel Gas geben, weil meistens meint man, oh, 300, Vollgas. Und was passiert dann? Der nächste Checkpoint ist dann einer, wo man zu bestimmten Zeit durchfahren muss. Oh, man ist viel zu früh dran. Deswegen bin ich jetzt nicht auf Vollgas noch. Ganz vorsichtig nur beschleunigen. Ja, und geht auch schön auf und ab auf der Strecke. Also muss man auch aufpassen. Man darf so ein bisschen schneller fahren mit 300, aber nicht viel. Ich glaube so 303 oder so. Dann haut es die Bremsen rein. So, da kommt der Geschwindigkeitscheckpunkt. Mal schauen, wie ich ihn, ja, glaube ich, ein bisschen zu früh dran. Ja,
ein Sekündchen zu früh, aber das geht noch. So, dann werden wir jetzt mal Vollgas geben. Weil 7 Kilometer, das heißt, da kommt bald der Bahnhof und für den Bahnhof hat man immer gerne ein bisschen Reserve zum Reinbremsen. Ja, und ich muss sagen, das Stehenbleiben mit dem Shinkansen ist gar nicht einfach. Das Ding hat so viel Masse, also der ist so träge beim Stehenbleiben. Wenn man am Schluss zu viel bremst, dann ja, haut es die ganzen Leute durch die Gegend. So, apropos Bremsen. Da heißt es jetzt immer langsamer werden. Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil da passiert es echt gern, dass man drüber fährt. Beziehungsweise zu schnell da reinfährt, wenn man nicht genau aufpasst, weil da geht es teilweise ziemlich hart ran. So, das sollte sich noch ausgehen, gerade und gerade. Sehr gut. Weil auf die Maximalbremsstufe sollte man auch nicht gehen, das ist nämlich Notbremse. Und dann haut es einem die Leute erst recht durch die Gegend. So, knapp über einen Kilometer noch. Ich würde sagen, die Bahnhofseinfahrt inklusive Stehenbleiben mache ich auch dann noch kommentiert. Und was mache ich dann? Weil war ein ziemlich kurzes Let's Check. Ich glaube, dann schnippel ich noch ein, zwei andere Fahrten ran. Ja, ich glaube, das werde ich so machen. Unkommentiert dann. So, und da ist die beste Taktik eigentlich in den Bahnhof reinrollen lassen. Ziemlich flott, das passt gut. Dann so in etwa bei 300 bis 250 Metern sollte man langsam anfangen, auf die 30 runter zu bremsen. Im Prinzip dann, wenn es angezeigt wird, dass man auf die 30 runter soll. Da sieht man das jetzt alles nochmal vergrößert. So. Dann nochmal rollen lassen. Und stark bremsen und am Schluss. Oh, das war ein bisschen zu fest. Okay. Zu fest und zu früh. Naja. Ohne Übung akzeptiere ich das nochmal. Ja, halber Meter, das geht. So, mal schauen, wie ist die Bewertung? Ja, 105 Punkte, das ist okay. Darf man auch ruhig 115, 120 schaffen, sage ich mal. Aber 60 braucht es zum Weiterkommen. Ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach direkt durch. Zwar keine Ahnung, was jetzt kommt. Also, mit ein bisschen Glück seht ihr, wie ich total daneben hau. Zu eurem Amüsement. Mit ein bisschen Glück für mich wird es eine super Fahrt. Dann denke ich, ja, verabschiede ich mich an dieser Stelle schon. Hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr das auch gesehen habt. Also, klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also Danger de Go an sich, nicht Shinkansen allein. Und ich werde da sicher ein paar Let's Plays machen, zwischendrin mal gelegentlich, aber wie schon angekündigt, unkommentiert. Also dann viel Spaß beim zu Ende schauen, falls sich das überhaupt irgendwer antun will. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für Denk und Baba. この電車は電車指定席です。サービスコーナーは7番。
Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Shozomi Super Express, bound for Okayama. We will be stopping at Hiroshima Station before arriving at Okayama Terminal. All seats are reserved. Light meal and drinks are available at service codes in 7 and 11. The conductor's booths are in cars 8 and 10. We ask that portable phones be used only in the areas at either end of each car. Also, please switch your phone to vibration level. Thank you. 新下関通過上り本線。 2号300号、中下関、新下関。
Thank you.
電車入っております。停止位置16確認よし。信号30。